Damit herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Du siehst, wir haben Hunger, wir müssen was tun. Und jetzt pass mal auf. Das ist keine Blutspur. Nein, ich habe ein Redstone-Paket installiert, mit dem ich jetzt hier diverse Sachen bauen kann. Und ich möchte das auch gleich mal ausprobieren. Und zwar, wie probiere ich das jetzt mal aus? Das Ding ist, dass ich ja gar nicht so richtig. Warte mal. Ich würde ja gerne, pass mal, machen Folgendes. Ich will mal probieren. Einen Button. Warte mal, wir bauen mal einen Button. Wir bauen mal einen Knopf. Und das geht jetzt hier. Pass auf, wo ist er denn? Hier, ein Holzknopf. Wir müssten auch rein theoretisch schon Hebel bauen können. Hier unten siehst du einen Redstone-Verstärker, wenn die Strecke zu lang wird. Hier ist eine Fußplatte, eine Holzdruckplatte, was ich letztens halt gesucht hatte, ne? Jetzt hier haben wir sie. Jetzt bauen wir mal einen Knopf. Jetzt möchte ich das gleich direkt mal am Anfang direkt ausprobieren. Wo ist er denn hin? Der Knopf. Da ist der Knopf. So, jetzt möchte ich, dass, wenn ich den Knopf drücke, die Tür aufgeht. So. Das ist also schon mal unspektakulär. Oh. Ah, aber guck mal, die bleibt nicht lange offen. Aha, so schon. Noch ein Knopf. Wollen wir einfach noch einen Knopf. So, jetzt bauen wir noch einen Knopf und den bauen wir jetzt aber ein bisschen weiter oben hin. Nämlich zum Beispiel bauen wir den Knopf noch mal. Das gefällt mir überhaupt nicht. Hau ab. Verschwinde. Ich will dich hier nicht sehen. Du gehörst hier nicht her. So. Jetzt kann ich natürlich den Knopf drücken, wie ich will. Passiert überhaupt nichts. Und jetzt will ich mal schauen. Ich glaube, an die Seite ran kann ich das nicht legen. Ne? Ich glaube, ne, so war das nicht. Man müsste, ich müsste jetzt Treppen legen. Das ist natürlich schon mal assi. Es geht natürlich schon mal überhaupt nicht. Steinhacke ist das Falsche. Wir bauen einfach mal den Knopf wieder ab. So, da ist er wieder. Dann gehen wir mal hier runter. Dann nehmen wir mal eine Spitzhacke, wenn wir noch eine finden. Ja, nur haben wir halt die aus Eisen, was soll es. Ist natürlich jetzt ein bisschen doof. Nee, ach komm, um das jetzt auszuprobieren, machen wir das einfach mal hier oben. Wir gehen mal hier hoch. Scheiße. Alter, nein. Oh, um Gottes Willen. Warum spiele ich auch auf schwer? Ich bin ja auch selber schuld. Dann gehen wir lieber in den Keller runter. Ich habe auch kein Weizen. Ich müsste noch ein bisschen. Ich muss Wasser da oben hinsetzen, um, Weizen einzusetzen. Und darum wieder, dafür wiederum brauche ich einen Eiseneimer. Pass auf. Dann bauen wir uns mal einen Eiseneimer. Wir müssten. Eisen müsste ich nehmen. Also, wo ist das Eisen hin? Da ist. Das ist doch, glaube ich, Eisen. 25 Mal sollte erstmal ganz okay sein. Die Reste und Fackel und den Rest und packen wir mal hier unten rein. Dann bauen wir ein bisschen weiter unten im Keller. Wir üben da mal ein bisschen. Wir probieren da mal was aus. Jetzt will ich erstmal sehen, ob ich einen Eimer bauen kann. Jawohl. Mit dreimal Eisen. Und jetzt bauen wir uns auch eine verdammte Scheißrüstung. Mit noch einer Mütze obendrauf. So, sehen wir das gleich mal an. Nehmen wir jetzt gleich mal das. Das. Ach so, ich hatte ja schon einen Goldhelm. Was noch fehlt, sind Beinschützer. Drauf geschissen, die bauen wir jetzt. Wie viel Eisen habe ich denn noch? Habe ich nicht mehr genug Eisen? Nee, ich scheine auch dafür nicht mehr genug Eisen zu haben. Gut. Ja, war also ein bisschen was ausgerüstet. Dann packen wir mal unsere 5 Eisen, die wir noch haben, wieder zurück. Wir könnten natürlich auch Gold einschmelzen und Goldeisenschützer, Goldbeinschützer bauen. Naja, machen wir das einfach. Wir hauen mal Gold jetzt da rein. Die 10 Steine habe ich nämlich mal rausgenommen. Ich glaube, die Steine könnte ich nehmen, um Steindruckplatten zu bauen. Genau. Dafür brauchen wir nämlich richtigen Stein. Da brauchen wir gebrannten Stein. Haben wir jetzt gemacht. So haben wir. Und das ist jetzt rein theoretisch dieser da. Okay, ganz unten rechts. Jetzt brauchen wir also schon mal eine neue Kiste. Wir müssen unser Lager ausarbeiten, ausweiten. So, jetzt brauchen wir für das Weizen draußen brauchen wir auf jeden Fall Wasser. Damit das ein bisschen schneller wächst.
So, und dann nehmen wir mal Folgendes. Wir hauen jetzt 1, 2. Was? Das darf doch nicht wahr sein. So, wir machen jetzt also Folgendes. Wir nehmen hier den Dreck raus. Den und den. Alles so mühselig gebaut. So, das hin lassen wir. Sehr gut, das lassen wir. Jetzt habe ich den Tipp gekriegt, ich soll das Gras mit der bloßen Hand zum Beispiel kaputt machen. Okay, so habe ich jetzt natürlich aber einen. Das ist nicht richtig ganz gut gegangen. Erde. So. Oh, das ist nicht ernsthaft. Scheiß, Dreck, Mist. Ich dachte, sie sind alle verbrannt jetzt. Ah, na gut. Was hat denn der? Der hat ein Schwert. Verbrenne. Jetzt brennt der, jetzt will ich auch wieder ab. Oh, Mann. Was war denn das für ein Zombie? Hat denn der da? Der soll verbrennen, der Mistkerl. Der ist unter dem Baum im Schatten, hat er gestanden. So, meine ganzen Sachen wiederholen hier. So, meine Eisenspitzhacke. Russi. Die Kuh zwischen den ganzen Schafen. So, jetzt nehme ich hier aber tatsächlich trotzdem die Hacke. Nee, irgendwie klappt das doch so nicht. Nee, so habe ich jetzt Dreck. Das haut so nicht hin. Was, nur ein Dirt? Das passt doch alles nicht hier. Ach, da liegt noch mehr, alles klar. So, dann machen wir hier erstmal richtig einen Dreck hin. Und zwar ohne Gras. So, was haben wir hier noch liegen? Das Spinnenauge, was wir vorhin verloren haben. Ziehen wir uns erstmal die Rüstung wieder an. Und natürlich fehlt was, ist ja ganz klar, dass es hier natürlich schief gegangen ist. So, jetzt haben wir hier einmal Dreck hin. So, jetzt bauen wir hier erstmal ein bisschen Bewässerungssystem. So, eine Spinne. Jetzt hätte ich vielleicht nicht auf so ganz hart stellen sollen, den Spielmodus. So, bauen wir erstmal eine unendliche Wasserquelle. Ich hoffe mal, dass das klappt hier. Kommen wir von hier oben ran schon. Hüpf raus. Mann, warum geht denn hier alles schief? Das darf doch wohl nicht wahr sein. Jetzt sind natürlich die ganzen Samen wieder weg. Gar nicht. Ich stelle mich natürlich schon richtig gut an. Ich bin richtig der. Warte, hör mal auf! Hör auf! Oh. Junge, Junge, Junge. Das kommt, weil man immer aus Versehen irgendwo hintippt hier. Es ist natürlich alles weg. So. Ach, das gibt's alles nicht hier. Das darf alles nicht wahr sein. So. Jetzt die Hake wieder. Die haben wir natürlich verloren. Ne, da ist sie. Und wir haben hier viermal Weizenkörner. Ach doch, das ist ganz total geil. Voll schief gelaufen alles, der ganze Mist hier. Alles klar, hier muss ein Dreck hin, wie es aussieht. So, also nicht direkt Sand, sondern eher so Erde. So, und jetzt möchte ich gerne hier. Einen Samen setzen. Gut. Okay. So, jetzt haben wir hier das gleiche nochmal.
noch einen zu. Und schon wieder so ein Mistvieh, das gibt's alles gar nicht hier. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Das war Reaktionsvermögen vom allerbesten jetzt, das ist voll Quitschibu-Style. Okay, so, jetzt wächst das hoffentlich ein bisschen schneller hier. Ich brauche nämlich unbedingt Essen. Ganz dringend ist das notwendig, dass wir hier was zu essen kriegen. So. Alles nicht wahr hier. Ist doch alles... Das ist der Gipfel! So. Und was wir eigentlich machen wollten, wir wollten ja was ausprobieren. Und zwar den Redstone. Und jetzt machen wir das hier, bauen wir das jetzt mal hin. Wir bauen hier... Einmal Bruchstein. Daran einen Knopf. So. Habe ich das Redstone, habe ich jetzt schon weggeschafft. Laufen wir mal rein. Und ziehen uns das aus der Kiste. Nimm eine Tür mit. Und ein bisschen Redstone. Jetzt bin ich ja gespannt, ob das funktioniert. Ey, bin ich so gespannt. Das jetzt hier funzt. Das ist ja ganz schön cool. Könnte ich nicht hier meine Exklusiv-Oder-Schaltung bauen? So, 6. Machen wir mal so, 6 Stück. Die Tür noch dazu. So, jetzt gucken wir mal. Ich kann sagen, ich brauche noch eine Fackel hinten dran. Es geht! Jetzt machen wir oben drauf eine Fackel. Und ich glaube, wenn ich die jetzt den Knopf schalte. Müsste die da angehen, ne? Kurz, jetzt ist er an. Nee. Das hat also keinen Sinn, aber hier hinten dran, rein theoretisch, könnte ich hier eine Redstone-Fackel ranmachen. Dann bauen wir mal schnell eine. Eine Redstone-Fackel. Und jetzt müsste ich rein theoretisch, wenn ich die jetzt hier ranmache, dann müsste das genau umgekehrt leuchten, ne? Genau. Funst! Redstone am Start! Juhu! Test Nummer 1 bestanden. Das können wir uns also später alles anschauen, da können wir richtig cool was bauen. Hier nochmal ein Dirt rein, da kann man nämlich hier auch noch ein paar Felder anlegen. So, und dann klappt das nämlich. So, Weizen wächst auch. Alles klar. Ich wünsche dir viel Spaß am heutigen Tag noch und ich danke dir sehr fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. Hat es doch bestimmt, oder? Schreib es in die Kommentare. Ich freue mich auf dich und die nächste Folge. Bis dahin, kotze ich erstmal ab, weil ich schon einen Block hingesetzt habe. Lass es dir gut gehen, bleib mal schön gesund, hau rein. Und jetzt räumen wir das noch schnell weg und dann... Geht das nicht mehr rein? Doch. Tschüss!